Ich lese heute einen kleinen Ausschnitt aus dem Kinderbuch-Sammelband von Danze Danze vor. Der kleine Fußballer Buba und seine Abenteuer. Eine schwierige Freundschaft und eine Reise durch Sport, in die Unterwasserwelt, in den Dschungel, ins Land der Hasen und Füchse und zur Umweltrettung. 5 tolle und spannende Geschichten für Kinder und Erwachsene, die Stärke vermitteln und glücklich machen. Menzi, das traurige Waisenhäschen. Es gab einmal ein Häschen, das Menzi hieß. Menzi war eine Mischlingshäsin. Ihr Vater, Hase Franz, kam aus Europa und ihre Mutter, Häsin Koni, aus Afrika. Die Eltern von Menzi begegneten sich zum ersten Mal bei einem Treffen, wo alle Hasen der Welt zusammenkamen, um sich kennenzulernen, zu reden, zu spielen und zu feiern. Das Treffen hieß die Hasenpiade und fand alle 5 Jahre statt. Es war ein bisschen wie die Olympiade, die Olympischen Spiele für die Menschen. Es gab verschiedene Spiele, wie zum Beispiel, wer am meisten Karotten und Löwenzahn essen und welche Gruppe die meisten Löcher buddeln konnte. Versteckspiele in Erdlöchern, Rennen und Turnen. Hasen aller Farben waren dabei. Schwarze Hasen, weiße, braune, graue und mehrfarbige. So entstand eine tolle Freundschaft und auch nach den Hasenpiaden und bald heirateten sie. Koni musste Afrika verlassen und lebte nun in Europa mit Hasenmann Franz. Sie verstanden sich gut und liebten sich sehr. Sie bekamen ein Kind und nannten es nach der Oma, Menzi. Sie waren eine sehr glückliche Hasenfamilie und unternahmen viel zusammen. Sie gingen Karotten suchen, Löwenzahn und Obst pflücken. Sie spielten sehr gern zusammen und wenn andere Hasenkinder zu Besuch waren, spielten sie Verstecken oder Fang mich, wenn du kannst. Aber ihr Lieblingsspiel war, wo komme ich raus? Dabei verschwand ein Häschen in einem unterirdischen Tunnel mit vielen Ausgängen und die anderen mussten raten, an welchem Ausgang es wieder hinauskam. Das machte den kleinen Hasen sehr viel Spaß. Sie gingen oft lange spazieren und besuchten andere Hasen wie Menzis Opa Kalle und Oma Dogo. Sie waren so nett zu Menzi und einmal im Monat durfte Menzi bei Opa und Oma schlafen. Die Zeit verging so schnell. Menzi war schon ein großes Kind und bald ging sie in den Kindergarten. Es gefiel ihr sehr gut. Wenn andere Hasenkinder immer weinten, wenn ihre Eltern sie im Kindergarten absetzten, rannte Menzi fast dorthin, wenn sie von Mama oder Papa in den Kindergarten gebracht wurde. Im Kindergarten lernte sie noch mehr Häschen kennen. Sie war zwar immer sehr froh, wenn ihre Eltern sie am Nachmittag wieder abholten, aber sie hatte nichts dagegen, den ganzen Tag mit den anderen Häschen im Kindergarten zu spielen. Eines Tages kamen ihre Eltern sie nicht abholen. Weder Papa noch Mama waren gekommen. Alle Kinder waren schon weg und es blieben nur Menzi und die Erzieherin. »Ich rufe mal bei euch an, Menzi. Ganz sicher sind sie unterwegs. Sie kommen gleich«, sagte die Erzieherin zu Menzi, um sie zu beruhigen. Sie rief an, aber niemand war zu erreichen. »Etwas muss passiert sein«, dachte Menzi, da Papa und Mama immer pünktlich waren. »Dann bringe ich dich nach Hause, liebe Menzi. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.« Die Erzieherin und Menzi machten sich auf den Weg nach Hause. »Warum war niemand im Kindergarten? Wo ist Mama?«, fragte Menzi zitternd ihren Papa, der weinte. »Mein Schatz, die Mama kommt nicht wieder. Die Mama ist weg«, antwortete der Papa und drückte Menzi, die nun auch anfing zu weinen, fest. »Warum ist Mama weg, Papa? Habt ihr Streit gehabt?«, fragte sie, ahnend, was passiert war. »Wir haben uns nicht gestritten, Liebling. Das haben wir nicht. Sie ist jetzt bei Gott und ich bin sicher, sie hat dich von dort genauso lieb und drückt dich, meine Kleine.«